Herzlich willkommen zurück zu Mario Party Superstars. Wir werden heute dieses Brett beenden. Woodys Wald sind wir nämlich. Für uns sieht es wirklich gut aus. Besser als für jeden anderen, muss man sagen. Ja. Also wirklich Angst davor verlieren. Also wirklich Angst davor zu verlieren habe ich eigentlich nicht. Weil da müsste noch einiges passieren. Chance Time und so. Klar, das kann noch alles passieren. Aber wir hoffen natürlich nicht drauf. Wir werden hier definitiv mit einem Sieg herausgehen. Mario bekommt mal wieder eine Itemtasche. Ich glaube, die hatte er schon mal, ne? Oder war es da Mario? Ich bin mir nicht mehr sicher. Weil ich hatte eine Pause dazwischen. Habt ihr ja jetzt wahrscheinlich auch gerade eben dann den Ladescreen gesehen. Die Rosalina landet auf der Kupferbank. Das ist doch schön. Zumindest für sie. So, 18 Felder bis zum Stern. Könnte ich meinen Dreifachwürfel nehmen, ne? Aber ich muss mir erstmal das Spielbrett wieder angucken. Der ist da oben. Nicht gut, weil das Schild halt gerade nach rechts zeigt. Deshalb können wir nicht den dreifachen Würfel nehmen, sondern müssen leider, in Anführungsstrichen leider, normal würfeln. Aber im nächsten Part könnten wir da schon, im nächsten Part, in der nächsten Runde könnten wir da schon definitiv hinkommen. Ah, aber der Wario hat eine Hundepfeife, aber er setzt den nicht ein. Wie ich gerade sehe. Das ist für mich natürlich ein großer Vorteil. Ja. Aber wenn er halt so blöd ist, da kann ich ja nichts. Hat er sich eine. Ja, er hat sich auch eine Röhre gekauft. Aber ich bin ja vor ihm dran. Also alles super. Robo-Marathon. Das müssten wir im Together-Part gehabt haben, in einem von den beiden. In einem von den drei. War, glaube ich, nicht so gut. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war nicht so gut. Ich hätte so machen. Ja, ich hätte so machen sollen. Aber. Ja, komm bitte. Es reicht aber tatsächlich, ja. Knapp. Obwohl es, finde ich, nicht so gut war. Hätte man viel, viel schneller schaffen können. Also auch viel, viel weiter kommen können. Sehr gut. Es gibt auch nur drei Hauptschilder, ne? Wie ich gerade sehe. Das ist okay. Er kauft sich auch die Röhre. Also am meisten Angst habe ich natürlich vor Rosalina. Weil die kann sich halt theoretisch auch zwei Röhren leisten. Oh nein, wenn er jetzt eine Bowser. Nein, das wollte ich nicht. Wenn er jetzt eine Bowser-Revolution macht, ist es richtig scheiße. Weil ich möchte gerne auch noch einen Stern klauen. Bowser-Minispiel. Das ist okay, das ist sogar sehr gut eigentlich. Wer jetzt verliert, bekommt. Wie viel Münzen? Wir sollen doch verlieren, oder? Boah, ich konnte nicht so schnell lesen. Weil die Ziele 80 Punkte oder mehr. Wenn wir nicht verlieren sollen, dann ist es halt so. Ich werde es jetzt aber extra so machen, dass ich verliere. Also mache ich es erstmal so hier. So, damit es wirklich weit entfernt ist davon. Ich bin mir wirklich nicht sicher, weil ich leider nicht so schnell lesen konnte. Oh, hoffen wir einfach mal. Aber das, was wir hier gefertigt haben, ist auch echt schön. Ich glaube aber, Wario wird es gewinnen.
Sollten wir doch gewinnen, ja. Crap. Dann habe ich es falsch verstanden. Das tut weh. Da kann ich mir nämlich leider nur noch einen Stern kaufen und keinen mehr klauen. Aber gut, was soll's. Dann kaufen wir wenigstens einen. Hoffentlich, ja. Oha! Zweimal eine 10. Man kann ja kaum besser würfeln. Dann ziehen wir wenigstens der Rosalina Geld ab. Warte mal, Wario hat gewonnen, ne? Sollte ich jetzt wieder ein bisschen mehr Angst vor Wario haben. Weil der hat 39 Coins und halt schon die Sternröhre. Ach, da muss ich jetzt auch noch Geld. Ich nehme trotzdem von der Rosalina. Weil ich sonst ein bisschen Angst habe, dass sie sich noch mehr Sterne kaufen könnte. Weil sie hätte Geld gehabt für 3 Sterne. Und dann wären wir schon wieder relativ nah aneinander gewesen. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass sie auch zu den 3 Sternen gekommen wäre. Oh, er landet auch noch auf einem Ereignisfeld. Bislang sind Mario und ich am meisten auf Ereignisfeldern gelandet. Ich hätte den eigentlich gerne gehabt, den Ereignis da, aber es sieht schlecht aus. Es sieht leider mittlerweile so aus, als... Ja, ich glaube schon. Das kennen wir auch mittlerweile. Ich glaube nicht, dass wir den Ereignis da bekommen. Den Münz- und den Minispielstern bestimmt, aber den Ereignisstern bestimmt nicht. Aber bislang muss ich sagen, macht mir dieses Spiel wirklich viel Spaß. Ich hoffe, dass ND Cube weiter so macht. Also mit den Mario Partys. Und dass wir dann wirklich bald weiterhin so gute Spiele bekommen. Weil das hier ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Auch wenn ich gerne Mario Party 9 auch noch empfehlen wollen würde. Mario Party 8. Mal gucken, wann das so möglich ist. Mario schiebt sich weiter nach vorne. Ah, jetzt sind sie sogar wieder alle auf einer Richtung. So nach 5 Runden. Nur nach 5 Runden. Donkey Kong ist der erste Mario, der zweite Rosalina, die dritte und Mario der vierte. So, unser Ehrengast ist heute. Der Baum und er sagt, Mario gewinnt. 20 Münzen für dich. Okay. Ich meine, Zweiter kann er auf jeden Fall noch werden. Werden. Denn er hat vielleicht den Ereignisstern. Und er kann sich definitiv noch einen mit der Röhre holen. Also so schlecht steht's ja für ihn gar nicht. Aber ich tippe trotzdem eher darauf, dass Wario sich noch irgendwas holt. Aber, so gemein wie ich bin, setze ich jetzt die Sternröhre ein und klaue Wario den Stern. Weil sonst würde er jetzt einen Stern bekommen. Dann hätte er 2. Dann würde er die Sternröhre einsetzen. Dann hätte er 3. Und wenn er dann noch eventuell auf Ereignis landet, hätte er schon seinen 4. Mit dem Ereignisstern. Klar, ich hab den auch. Da ich ja. Okay, nee, eigentlich kann nicht mehr viel passieren. Egal, wie ich es mir zusammenreime. Na gut, der Wario kann mir auch einen Stern klauen, ne? Wenn er bis dahin kommt. Warum nicht?
Stand auf der Cooperbank. Hey. Sind zwar nur 6 Coins, aber 6 Coins sind 6 Coins. Er nimmt den Glückszahlwürfel, ja. Was macht er? 9. Warum hat er nicht die 10 gemacht? Ich meine, dann hätte er ein Item bekommen. Ein bisschen fragwürdig, aber mal gucken. Podestposen, auch das müssten wir mittlerweile häufiger schon gehabt haben. Das Minispiel aus Mario Party 10. Müssen wir auch eigentlich die letzten Male immer gewonnen haben. Oh nein. Oh, doch, das sieht gut aus. Als ob Rosalina auch? Okay. Aber immer schön weiter Richtung Minispielstern. So muss es sein. Im finalen Brett machen wir dann nochmal jemanden auch stark, das verspreche ich euch. Dann bleibt es wenigstens doch nochmal spannender. Aber ich muss halt sagen, nachdem ich im letzten Brett so verarscht wurde, hatte ich da eigentlich keine Lust mehr drauf. Aber auch wenn alle auf dieser Schwierigkeit sind, dann ist es halt... Ja, jetzt hat Mario den Ereignisstern. Dann ist es halt so ein Betrug. Also nee, wenn einer schon auf stark ist, ist es Betrug, und wenn die so schwach sind, dann ist es irgendwie relativ lame. Klar, ich könnte damit gut Sterne farmen und damit Geld, aber das will ich ja nicht. Das macht ja auch keinen Spaß. Klar, Gewinne ist schön, aber ich möchte lieber eine Herausforderung. Ja, gut. Frag mich, auf was er wartet mit der Sternröhre. Ich kann es mir nämlich nicht erklären, dass er sie nicht einsetzt, weil die ist ja schon relativ... Jawohl. Nee. Kann es mir irgendwie nicht erklären. Rennbahn. Auch dieses Minispiel kennen wir. Ist ein cooles Minispiel, wie ich finde, aus Mario Party 2, soweit ich mich recht erinnere. War es, als ob... Ich habe noch nicht mal voll durchgezogen gehabt. WTF! So schlecht war ich noch nie. Ich hole wieder auf. Crap. Ich bin Erster. Sehr gut. Ich hatte ein bisschen Angst, aber ich habe es noch geschafft. Weil ich war wirklich teilweise kurz sehr, sehr schlecht. Aber das hat sich ja gelegt. Pfeile haben sich mal wieder verändert, ist ja klar. Oh, Alter. Okay, danke. Sorry wegen der... Nein. Er kriegt den Stern, oder? Tatsächlich. Es ist so ein Betrug. Nur weil der Scheißbaum gesagt hat, Mario gewinnt. Jetzt hat er nämlich schon den Ereignisstern, den hat er safe. Er holt sich noch den Stern mit der Röhre, damit hat er schon mal 3. Und er könnte sich theoretisch auch noch... Oder er kann sich noch eine Sternröhre holen. Oder... Er klaut mir den Stern. Natürlich wäre letzteres für ihn schlauer. Ich hoffe natürlich nicht drauf. Warum ist es gerade laggen?
Es macht keinen Spaß, so. Ich warte eigentlich. Oh, schlauer war Ario. Weil Mario ja jetzt langsam dahin kommt. Glaube ich. Da macht das schon sehr viel Sinn. Und da, sie geht dahin. Das ist ihr Ernst. Hoffen wir einfach, dass es sich kurz beruhigt. Bitte. Großes Tauziehen. Ich bin alleine, ja? Dann sollte ich das gewinnen. Das haben wir schon mal gespielt. Alleine hat man da eine viel bessere Chance. Alles klar, okay. Ist egal, wie man da abgeht. Irgendwie ist es Betrug. Also eigentlich habe ich das alleine immer gewonnen. Aber jetzt gerade irgendwie nicht. Okay, von mir aus. Dann soll es halt so sein. Dann kann ich es halt auch nicht ändern. Ah ne, es ist ja schon gleich vorbei. Mario steht hinterm Stern. Das ist perfekt. Aber einen Stern kann er mir, glaube ich, noch klauen. Crap. Überhaupt nicht gut. Okay. Da kommt er halt überhaupt nicht hin. Aber er kommt halt jetzt zum Buhu. Und natürlich wird er mir einen Stern klauen. Ist ja logisch. Ja, genau. Ich mache die 10. Mit meinem Glückszahlwürfel. Und dann passt das. Dann komme ich an einem Itemladen vorbei und lande nochmal auf einem Ereigniswelt. Ich kaufe mir nochmal eine Goldröhre. Der nächste Stern kostet eh nur die Hälfte für mich. Cool wäre es wirklich, wenn langsam die Scheiß-Lags enden könnten. Weil mich nervt das halt auch. Es tut mir halt wirklich leid. Ich weiß nicht, was in dem Part heute los ist. Mario setzt die Sternröhre ein. Hier so langsam ist echt lächerlich. Das war doch aber in den letzten Parts auch nicht so. Warum denn jetzt auf einmal? Vielleicht wird es jetzt nach dem Minispiel gleich besser. Mach davon nehme ich nochmal an den Cut. Ne, jetzt geht's. Jetzt ist alles gut. Oder? Ja, scheint zumindest so. Wellenschlag. Ach, das hatten wir diese Party schon. Das kommt viel zu oft dran.
Ja, jetzt hat das wieder so gut gemacht, dass ich aus dem scheiß Rhythmus rausgekommen bin. Crap. Doppelcrap. Aber wir können das gewinnen. Perfekt. Da haben wir das tatsächlich auch mal gewonnen. Scheinbar geht der Part heute etwas länger. Aber auch wahrscheinlich durch die Animation immer der Schilder. Könnte ich mir gut vorstellen. Durch diese hier, weil die dauert halt auch immer mal wieder ein paar Sekunden. Okay, es ist jetzt eh die letzte Runde. Er kommt nicht mehr. Ja, jetzt hat er den Scheiß erhalten. Ja. Aber was passiert hier? Er muss zurück. Muss ja nicht unbedingt immer schlecht sein, ne? Wird das Feld dafür für ihn gestrichen? Nee. Er darf es tatsächlich machen, aber es bringt ihm halt nichts mehr. Als ob sie zwei Goldröhren hatte, ist sie blöd. Sie hätte mich easy. Oh. Verstehe ich nicht, warum sie so dumm ist. Beziehungsweise war. Stern erhalten. Ja, damit haben wir gewonnen. Mario kann es halt auch nicht mehr machen. Es kann kein anderer mehr machen. Dann holen wir uns nochmal einen letzten Stern. Also, Goldröhren gibt es hier wirklich ohne Ende. Stern Nummer 6. Und sie geht da unten hin, okay. Da kommt eigentlich keiner mehr hin. Das muss ja jetzt noch mal sein. Und auch ich lande noch mal auf einem Itemfeld. Aber das brauchen wir ja nicht. Und Wario erhält nochmal 10 Münzen. Letztes Minispiel und dann war es das hier mit diesem leider längenden Part. Der große Knall. Es war zwar nicht so extrem, aber ja, es ist halt trotzdem scheiße. Pumpt Luft in den Bowser-Ballon, bis er platzt. Achtet auf eure Anzeige und pumpt stets möglichst viel Luft auf einmal. Okay. Verstehe ich zwar noch nicht so ganz, aber mal gucken. Hä, okay. Verstehe dieses Minispiel nicht. Was muss ich denn mit L machen? Okay. Habe ich leider überhaupt nicht verstanden. Es in alle Runden gespielt, tolle Partie. Kommen wir zu den Ergebnissen. Wer wird den Gesamtsieg ver ja gewinnen? Bonussterne und so. Münzenbonus hat natürlich Donkey Kong. Oder? Ja.
Minispielbonus, den hat auch Donkey Kong. Und den Ereignisbonus, den hat Mario. Ja. Damit konnte Mario zwar noch mal ein bisschen konkurrieren, aber auch nicht mehr wirklich. Wir gewinnen das hier einfach mit 8 Sternen. Also das passt schon. Sehr, sehr schön. Donkey Kong! Du bist der Superstar. Sehr schön. Ich wusste, dass du das Zeug dazu hast. Die Siegerstrategie war wie immer, möglichst viele Minispiele zu gewinnen. Er hat es geschafft, auf Ereignisfeldern zu landen. Mario mag Item-Minispiele. Und Rosalina war am häufigsten auf der Koopa-Bank. Tolle Vorstellung. Sehr, sehr schön. Das gibt noch mal einiges an Geld für mich. Gut, dann machen wir hier im nächsten Part weiter mit dem Horrorland, hoffentlich ohne Lags. Tut mir halt wirklich leid. Ich bedanke mich trotzdem für eure Aufmerksamkeit dieses Parts. Wenn ihr den nächsten Part dann nicht verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann.